Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Last Train Home. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind am Kapitel 1, fern der Heimat. Und wir setzen die Reise fort. Wer das Video anfangs mal genau betrachtet hat, weiß, wir wollen eigentlich durch Russland durch, damit wir mit dem Schiff wieder nach Hause kommen. Und eine interessante Geschichte, die basiert auch auf einer Tatsache, also auf einer wahren Begebenheit. So, ich gehe mal ein bisschen weiter raus. So, da drüben gibt es auf jeden Fall eine Schlacht. Und wir haben ein bisschen Ressourcen. Gut, dann lass mal fahren hier. Wir können drehen. Wir können mehr Gas geben, aber wir wollen ein bisschen sparsam sein. Einsatz. Um interessante Orte zu erkunden, müssen Trupps eingesetzt werden. Das hier. Ja, die Maus ist ein bisschen empfindlich. Truppübersicht. P. Neuen Trupp erstellen. Ah ja, gut. Hier, Trupp erstellen. Einsetzen nicht möglich. Sie müssen mindestens 3 kampfbereite Soldaten im Trupp haben. Echt gut, okay, das ist schon klar. So, also ich brauche. Was ist das hier? Ausdauer, okay. Die sind ein bisschen ausgeschöpft. Oder erschöpft. Was bist du? Du bist Proviantmeister. Ah, du bist Grenadier. Ich habe gedacht, es wäre ein Schinken. Oh Mann, es geht schon wieder gut los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Gut. So, was hast du? Rachsüchtig. Hat noch mit den Roten eine Rechnung offen, die nur mit Blut bezahlt werden kann, okay? Nationalistischer Glaube, Freiheit, persönliche Verantwortung und Unabhängigkeit gelten als hohes Gut. Mhm. Schwach, minus 1 fit, okay. Und tollpatschig. Geil, ein tollpatschiger Grenadier. Ganz schlechte Kombo, ganz schlechtes Kino. Wir alle kennen diese komischen Clips, ja, wo einer irgendwie eine Granate wirft und dann einen Stift noch in der Hand hat, ja, beziehungsweise umgekehrt, den Stift wirft und die Granate noch in der Hand hat. Ui, ganz schlecht die Kombo. Gut, ich nehme dich. Kann ich dich jetzt hier einfach... Okay. Wie kann ich dich einsetzen? Gar nicht? Ah, doch, einfach draufdrücken, okay. Ihr bleibt dabei. Ein 4er-Trupp. Das ist okay. Ich kann bis zu 10 Leute reinsetzen. Das ist gut. Sollen wir den mitnehmen? Na komm, wir nehmen den mit. Wir haben. Genau. Bestätigen. Gut. Den haben wir gemacht. Trupp bearbeiten, Trupp auflösen, okay. So hält er da automatisch an. Ach, nachdem der Zug ihn passiert hat. Okay, also der Zug muss vorbeifahren. Ah, er hält automatisch an. Okay. Der Zug hält einige Dutzende Meter vor dem Bahnhof. Punkt. Ein weiterer Zug versperrt den Weg. Als du und andere aus dem Zug aussteigen, werdet ihr mit ernster Stille und ein paar Gewehren begrüßt, die in der Nähe des Bahnhofs in eure Richtung gerichtet sind. Ein großgewachsener Offizier der Roten Armee geht auf dich zu, begleitet von 2 Soldaten. Seid gegrüßt, Legionäre. Mein Name ist Adam Morosow. Wer hat den Befehl über eure Einheit? Major Gatzik steigt aus dem Zug aus und schüttelt Morozows Hand fest. Du siehst seine andere Hand, die auf dem Heft seines Grabenmessers ruht. Grabenmessers? Was ist denn ein Grabenmesser? Also ich kenne Bajonett, ich kenne normales Messer, aber Grabenmesser kenne ich nicht. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er Ärger wittert. Und du weißt, dass er sich selten irrt. Major Otgar Gatzik. Ich habe den Befehl über diesen Zug. Wem verdanke ich dieses Vergnügen, General? Morosow zeigt eine Mischung aus Belustigung und Genugtuung. Er ist offensichtlich nicht sicher,
ob der Major seinen Rang an den Abzeichen auf seiner Uniform oder seinen Ruf als Held des großen Krieges erkannt hat. Das hier ist reiner Zufall. Ich habe in der Nähe Familie besucht. Trotzdem ist unsere Begegnung ein Glücksfall, denn ich habe einen Vorschlag, der für beide Seiten von Interesse ist. Was wollen Sie, Morosow? Sagen Sie schon, ich bin ganz Ohr. Und so sollte es auch sein, mein Freund, denn es liegt in meiner Macht, Ihnen sichere Durchreise durch Russland zu gewähren. Das ist doch das, was Sie wollen, oder nicht? Dafür müssen Sie uns nur Ihre Waffen übergeben. Unsere Waffen abgeben? An Sie? Sicher nicht. Sie werden sie wahrscheinlich nutzen, um damit uns auf uns zu schießen und den ganzen Bahnhof niederzubrennen. Ihre Legionäre sind nicht die Ersten, die hier durchkommen. Ihre Landsleute haben ihre Waffen ohne Zwischenfall übergeben und ihre Soldaten willen tun sie, was ich verlange. Oder sie werden es bereuen. Oh, ich bin sicher, sie beabsichtigen uns, unbeschadet, mit einem vollen Bauch und glücklich unsere Wege ziehen zu lassen. Sie haben meine Antwort gehört, General. Geben Sie Schießbefehl oder machen Sie den Weg frei. Es ist Ihre Entscheidung. Morosow starrt Gladwick lautlos an. Ein paar Legionäre bewegen sich unruhig und nehmen ihre Gewehre zur Hand, die sie trotz der offensichtlichen Bedrohung bisher geschultert hatten. Dann hebt Morosow langsam seine Hände und lächelt. In seinem Gesichtsausdruck ist keine Spur vor Täuschung zu erkennen. Er wirkt entspannt, beinahe zufrieden. Ich schätze Ihre Offenheit, Major. Ich schätze, wir beide wissen, wo wir stehen. Auf Wiedersehen. Mit einem höflichen Nicken wendet sich Morosow ab und steigt, gefolgt von seinen Soldaten, in den Zug der Roten und fährt ab. Alle sind ein wenig verunsichert. Die Abfahrt des Zuges gibt einen Blick auf den Bahnhof frei. Dort wartet eine Katastrophe. Die Reise beginnt. Mission starten. Unsere fünf haben wir schon eingesetzt. Das war ein bisschen zu früh. Und das kann man dann, die kann man einsetzen. Empfohlene Truppgröße 5. Perfekt, wir haben 5. Schwierigkeitsgrad 1 Totenkopf, also 1 von 4. Potenzielle Belohnungen. Ein neuer Soldat, EP-Belohnung und natürlich Treibstoff, Stoff und Nahrung. Missionskosten 8 Energie. Ja, es ist halt Ausdauer 8, dann sind sie fast ausgebrannt. Da haben sie 50%. Einsetzen. Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Gut, ich muss jetzt wieder gucken, dass ich die richtigen Tasten bewege. So, ich hätte erstmal gerne einen Blick auf das Feld, mein Freund. Poslouchám, pane. So, kannst du was sehen hier hinten? Podívám se, co tam je. Okay. Jakoby se stalo. Das funktioniert. Geh zu diesem Ort. Podívám se. Okay, pass auf, wir machen es anders. Ich wähle jetzt die zwei aus. Vaše rozkazy, pane? Pack sie. Achso, ich muss rechte Maustaste drücken. Rozkazy? So, geh mal hier rüber. Čekám na rozkazy. Der direkte Weg wird kein guter sein. Guck mal hier. Hier duckt einer, wisst ihr? Ah, ne, Sanitätskasten. Okay, lass mich mal gucken, was gibt's hier alles. Ich könnte mit denen hier rüber gehen, mal gucken. Ob ich da irgendwie hinkomme. Und du? Wir drehen mal das Ganze. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Hledám kryt. Okay, hier ist nix. So, euch? Ano? Gibt's hier irgendwas? Nee. Ich gehe aber mit euch hier lang. Du do krytu. Zaujímám pozici. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch was drin ist. Hier gibt's noch keine Materialien. Dann gucken wir mal, wo seid ihr? Hier habe ich da hingestellt. Připraven, pane. Da müssen wir mal gucken. Aber wenn wir mal sehen, ich möchte gerne euch hier hin haben. Jdu do krytu. So, hier gibt's Wasser. Ano? Das ist die falsche Richtung, Leute.
Komme ich da sonst irgendwie ins Gelände? Nee. Das heißt, ich würde jetzt mit Postaramsauto. Wie gesagt, da gibt's was, einen Sanitätskasten. So, du. Na, du bist auf der anderen Seite. Dann der LMG-Kollege. Počúvam. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich hier irgendwo sauber postieren kann. Kriem sa. Einfach mal. Hier scheint aber nichts zu sein, ja? Hier scheint nichts zu sein. Gehen wir mal beide rein. Ne, hier ist nichts. Okay, gut. Rozkazy? Dann hätte ich gerne euch an der Seite. Du do krytu. Červení nechali pár dedinčanov nažive. Myslím, že potrebujú pomoc. Da könnt ihr die Stecknadel fallen hören. Okay, das ist Sanitäter. Poslouchám. Eine helfende Hand. So, wo war denn dieser Sanitätskasten hier? Postarám se o to. Dann. Jsem připravena. Du do krytu. So, du. Rozkazy. Gehst hierhin. Was ist das hier? Zivilperson, okay. Rozumím. So, wo ist der andere? Der steht da. Připraven, pane. Du gehst dahin. Ach, da ist der Sanitäter, okay. Čekám. Alles meiner, okay. Povídejte. Надо работать. Muss ich den da nutzen, ne? Ano. Ach, hier, das, da ist es. Okay. Je to jen škrábnutí. Das müsst ihr die aber auch haben. Ja, hat's auch. Rozkazy. Komm, da liegt noch jemand. Sme československí legionári na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie se zapliest do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividně tu nechystají nič dobré. Vlak prostě nemůžeme riskovat. Takže musíme jí zjistit, co se tu děje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho muset opravit, aby jsme se dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo tamhle. Wir haben aber gesehen, da kommen Feinde. Irgendwo kam doch so ein LKW-Tross. Die Sache wird langsam spannend, das ist wohl wahr. Wir müssen da hinten hin. So, dann lass uns mal gucken. Čekám. So, pass auf, das ist das hier. Ich nehme euch einzeln, komm her, du. Poslouchám. Komm bitte hier hin. Jdu do krytu. Was? Hier. Hledám kryt. So, dann darfst du mal gucken. Vidím nepřítele. Podívám se. So, dann haben wir das hier. Что это было? Что это было? Ano. Ještě šagu dalšie. Ano, pane. Pravený. Vaše rozkazy, pane? Jdu do útoku. Hledám kryt. Das ist ja blöd. Was ist das jetzt für ein Quatsch hier? Útočím! Was soll die? Aber warum gehen die nicht in Deckung? Was soll die Kacke? Poslouchám, pane. Lautlos, warum geht er nicht in Deckung? Ich hab's doch extra hier hingelangt. Also das ist ein bisschen. Rozumím. Das ist ja echt. Du sitzt Čekám. Extra dahin. Du do krytu. Guck mal, der ist ja fast tot schon hier. Und geschossen hat er gar nicht. Ano? Je to jen škrábnutí. Jsem připravena. Budeš žít. So ein Quatsch, ehrlich, ohne Blödsinn. So ein Quatsch.
Du sollst da hinten hinknien. Also mir fehlt auf jeden Fall der Knopf, wo du sagst, er soll sich knien oder liegen. Ja. Und wenn du die ranrührst oder ranlenkst, dass sie sich da hinsetzen sollen, sie bleiben einfach stehen, ohne in Deckung zu gehen, ja. Also da fehlt mir ein kleines bisschen die Intelligenz, wie man so schön sagt. Ja, Gesundheit 100 wiederhergestellt. Das hat mich jetzt nicht glücklich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Podívám se, co tam je. So. Poslouchám. Schovám se. Ano. Zaujímám pozici. Povídejte. Na, sieht er, die bücken sich nicht, cool. Der bleibt jetzt stehen. Der bückt sich. Der nicht. Počúvam. To je lepšia možnosť. Also, ich habe alle gedrückt, ja. Ano. Das ist etwas, wo ich sage, das finde ich halt ein bisschen bescheiden, weil da hätte ich mir jetzt ein kleines bisschen mehr Intelligenz gewünscht. So. Ano. So, die gehen hier hin. Zaujímám pozici. Da, die gehen jetzt in Deckung. Jetzt kann ich mir die nächsten zwei holen. Připravenější už. Jdu do krytu. Připravený. Kryjem se. So, euch zwei. Povídejte. Die kann ich nirgends hinsetzen. Dann setze ich euch dahin. Měním pozici. So, dann rückt ihr vor. Jsem připravena. Da liegt ein toter Mönch oder ein toter Pfarrer. Ja. Postaram se o to. Ich kann leider hier keine Deckung finden. Ich kann hier Deckung gehen. Hledám kryt. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Rozumím. Hallo? Wie weit kommst du? Du kommst nicht weit genug, okay? So, pass auf. Ich hätte gerne... Mal gucken, wo waren die? Die waren hier hinten, glaube ich, verschanzt, ne? So, guter Mann, sag mal her. Vaše rozkazy, pane. Wie weit kommst du? Ich muss sehen, wo sie sind. Podívám se, co tam je. So, das heißt, ich muss gucken, dass ich mit dem hier... So, Mr. Granate. Rozkazy! Die Frage ist, kann ich schleichen oder werde ich gesehen? Also ich komme hier auf jeden Fall nicht hoch. Und er hat eine richtig gute Deckung. Ich habe hier gar keine Deckung. Meine Möglichkeit wäre, hier hinzurennen. Nicht, Miss Rita. Кто здесь? Покажись. Гранат! Was ist das jetzt? Du do krytu. Oh Mann, das wird ein sehr interessanter Kampf. Ohne Blödsinn. Das wird ein richtig interessanter Kampf, du. Wenn die so dumm sind, leck mich doch am Poppes. Ano, pane. War, jetzt ohne Blödsinn, war die Reichweite? Sag mal, die Reichweite, ah, die war nicht ganz so, okay. Okay. Ano. Poslouchám. Ano. Hledám kryt. So, die sind in Deckung. Připravenější už nebudu do krytu. Jsem připravena. Ihr bleibt bitte hinten. Hledám kryt. So, dann hätte ich gern den hier. Vaše rozkazy, pane. Podívám se, co tam je. Aber interessanterweise habe ich jetzt keine Stoffe und nichts gefunden, ne? So, der nächste Spurt wäre nach da. Čekám na rozkazy. Hledám kryt. Vaše rozkazy, pane. To je lepší možnost. Ano. Poslouchám, pane. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit.
Střelba není zrovna nenápadná. Vaše rozkazy, pane? So, dann würde ich sagen, euch mache ich jetzt in den Lautlos-Modus. Du gehst in den Lautlos-Modus. Was ist das hier? Stabilisieren. Ah, entfernt K.O. Sem připravena. Ist das K.O.-Status hier? Weiß ich, was ist das hier? Erwerbe das Reparaturset. Lernen Sie unentdeckt zu töten, okay? So, dann hätte ich gerne dich hier. Zaujímám pozici. So, dann hast, bist du hier? Vaše rozkazy, pane? Alles geht mit dem Messer, okay. Postarám se o to, pane. So, wenn nimmer dann da. Připraven, pane. Zaujímám pozici. Mit dem Messer, okay. Ano, pane. So, das kann man jetzt. Guck ich mal den hier an. Poslouchám. Podívám se. Vidím nepřítele. Ja, geht schon gut los, ja? So, wo ist er denn? Das ist der hier. Čekám na rozkazy. Jdu do krytu. Geil, wie er sich praktisch da hinten anschleicht. Hier gibt's aber sonst keine Nahrung, ne? Nebude to čekat. Guck mal, wie es aussieht, wenn er langsam und leise geht. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Gute LMG-Kollege. Mhm. Du gehst ein bisschen weiter nach oben. Hledám kryt. Scharfschütze geht hier. Vaše rozkazy, pane? Jdu do krytu. Kann ich eingesetzt werden? Aha. Was kann ich eingesetzt werden? Übersteigt die Gesundheit, Status verletzt, gemildert, behandelt. Sind wir beinahe kaputt gegangen. So. Rozkazy? Jetzt steht der wieder hier. Ich habe ihn doch hier hingesetzt, oder nicht? Was ist mit dem jetzt? Ano? Zaujímám pozíciu. Jetzt mal ohne Blödsinn, warum macht er das nicht? To je lepšia možnosť. Áno. Also weder ist meine Maus jetzt wirklich langsam am Ende? Oder ist es wirklich so, also ich will es nicht buggy sagen, aber glücklich macht mich das jetzt irgendwie auch nicht, ne? Du do krytu. So, was haben wir denn da? Hier wimmelt es nur von Rotgardisten. Die gucken sich aber gegenseitig an, ja? Die Frage ist, wie weit kommt der hier? Zde. Hledám kryt. Vaše rozkazy, pane. Soll ich die noch mit lautlos wegmachen, oder wie sieht es aus? Poslouchám. Zaujímám pozici. Für mich ist jetzt die Frage, sind da noch mehr? Oder waren es die einzigen? Podívám se, co tam je. Das sind keine, ja, das habe ich gemacht. Auch Bajonettangriff. Mit ihrem Bajonettangriff können Gewehrschützen in Deckung liegende Gegner ausschalten. Na, guck mal. Bajonettangriff. Sag mal her. Du bist der normale Schütze hier. Bajonett? Ah, hier Bajonett. Stürmt den Zielbereich und trifft den ersten Feind, der im Wege ist. Aha. Mit einem Nahkampfangriff, okay.
Leichtfüßig, passiv, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. So, die Frage ist jetzt... Guck mal, er geht nicht in Deckung, habt ihr gesehen? Er war nicht in Deckung. Das ist etwas, was ich nicht ganz... Sie stehen dort, wo sollen sie gehen, aber nicht in Deckung. Also, so viel zum Thema Deckung, ja? Připravenější už nebudu. So, was ist das jetzt hier? Moudrá volba. Nein. Čekám na rozkazy. Das ist so geil. Die sollten eigentlich schießen, ja? Zaujímám pozici. Die sollten eigentlich schießen. Und was machen sie? Einen Scheiß machen sie. Hm. Ano? To nejde. Sorry, so das Pause. Taktische Ansicht. Das sind zwei Stück, ja. Das Geile ist, es ist sowas von übel. Warte mal. Mhm. Ja, Faustkampf, okay. Poslouchám. Nee, das wollen wir auch nicht. Vpřed! Nee, ich möchte, dass du hier hingehst. Jdu do krytu. Ano. So. Wieso schießen die nicht? Jetzt mal ohne Blödsinn. Warum schießen die nicht? Da geht mal das Messer im Sack auf, ja? Sie sitzen da und schießen nicht? Was soll der Spaß hier? Vaše rozkazy, pane. Konzentriertes Feuer. Warum schießt der nicht? Echt jetzt? Das ist so... Echt... Du gehst mir so richtig auf den Zeiger. Dobré. Keď teraz máme tú hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Also ganz ehrlich, das geht mir so richtig auf den Zeiger. Sem pripravená. Die schießen nicht von sich aus, die machen da gar nichts. Ja, der eine schießt, der andere nicht, ja. Ey, ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Ihr wollt mich wirklich auf den Arm nehmen. Der eine geht in Deckung, der andere geht nicht in Deckung. Meine Nase. Ano? Čekám na rozkazy. Er ist so ein Humbug. Poslouchám. Co se děje? Našla jsem opravářskou sadu. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Ja, so ein Scheiße. Ano? Postarám se o to. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Připraven, pane. So. Jetzt die Frage, was wollen wir machen? Ich wollte eigentlich den hier jetzt připravenější už nebudu. Da reinschicken. Aber ich sehe es vielleicht kommen, dass wir vielleicht hier ein kleines Problem kriegen. Podívám se, co tam je. Nee, kriegen wir nicht. Okay, dann. Už rein du. Mit dir, komm. Und euch setze ich... Povídejte. Ich euch setze jetzt einfach mal dahin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie sich wirklich jetzt alle hinhocken. Oder ob wenn die einige stehen bleiben. Ne, die bleiben, okay. To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostřeleckou munici. Musíme jich zastavit. Neexistuje nic, co by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Okay, da muss ich Sprenggranaten. Wer ist das hier? Legionssoldat. Ano. Den kann ich... Ah, guck mal hier. Jasná věc. Skryjem se. Okay. So, dann habe ich das hier. Som tu.
Genau so würde ich sagen. Odistit! Zahodit! Ten most vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Ja, es hat jemand Fernglas. Jag die Lastwagen hoch. Du hast ein Fernglas? Rozkazy, pane. Podívám se. Alles. Vidím nepřítele. Okay, das ist der Kundschafter. Musím se někam schovat. Dann gehst du ein bisschen weiter, dann gucken wir noch mal, was da ist. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. Da ist aber General. Meine Freunde, ich gucke auf die Uhr. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co pro to. Zaujímám pozíciu. Ah, super, jetzt müssen wir noch dran. Bringe das Maschinengewehr in Stellung, bevor der Gegner eintrifft, okay? Hallo? Schovám se. Rozkazy, pane? Du do krytu. So, Maschinengewehr läuft. Ano. Und dann muss ich bei dem hier, wo ist er denn? Vaše rozkazy, pane. Feuer. Er musste das auswählen. Zde. Ne, du bleibst schön da hinten. Gut, den habe ich jetzt ausgewählt. Počúvam. Tusu, braňte sa! Hannibal vor den Toren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Stoj na mieste! Сюда! Počúvam! Rozpadám! Was soll der Spaß ohne Blödsinn? Was soll der Spaß? Tusu, braňte sa! Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostrelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny. Mal sollst du linke Maustaste drücken, mal sollst du rechte Maustaste, dann drückst du und dann passiert dir gar nichts. Was soll der Spaß? Ohne Blödsinn, ja? Aha, ako to búcha. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. Gut, hier haben wir unsere Ressourcen endlich. Meine Freunde, das werden wir aber dann in der nächsten Folge machen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne ein Abo, gerne ein Like, gerne einen Kommentar, was ihr von der Steuerung haltet. Wie gesagt, die Steuerung sieht ein bisschen komisch aus. Bis dann, danke, ciao, ciao.